Cornelia hat mich gebeten, George Steinmann kurz vorzustellen. Das hat seinen Grund in dem Sinne, dass ich habe ihn zwar nie als Heroen wahrgenommen, eher das Gegenteil, aber George ist einer der ersten Stunde hier in Neuss, ein Künstler. Er war der erste Kurator hier in Neuss. Er ist übrigens nicht nur bildender Künstler, er ist Musiker und bildender Künstler und einer der ersten Stunde, der Transdisziplinarität, das große Wort, hier in Neuss vor über 30 Jahren praktiziert hat. Er hat wirklich Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Architekten, verschiedenste Leute miteinander ins Gespräch gebracht, damals schon. Wurde teilweise fast ein bisschen belächelt damals. Heute ist das doch schon fast Standard geworden. Ich bin außerordentlich froh, dass wir den Pionier, der auch auf der Basis von Neuss sein Werk entwickelt hat, das würde jetzt zu weit führen, viel über sein Werk zu sagen, aber eine Arbeit, The World and the Mind, haben wir in einer Einzelausstellung vor ungefähr 10 Jahren, ein Work in Progress, hier mal ausgestellt, diskutiert. George arbeitet seit über 30 Jahren mit den Quellsubstanzen und der ganzen biologischen Substanz, der geologischen Substanz, mit allem, was man hier vorfindet, arbeitet er. Sein Werk ist durchtränkt von Neuss, wenn man so will, ist immer wieder zurückgekehrt. Also der langen Rede kurzer Sinn, er ist einer der ersten Stunde und es ist war mir persönlich ganz wichtig, dass du in dieser Diskussion, die wir jetzt da heute führen, so breit, dass du unbedingt da dabei sein sollst. Und ganz toll, dass du jetzt gekommen bist und wir freuen uns auf deine Ausführung. Vielen Dank. Ich hole noch schnell was. Weil du das schon erwähnt hast. Ja. Ja, liebe Freunde, liebe Verbündete, natürlich zuerst mal sehr herzlichen Dank an Cornelia und Christoph für die Einladung. Wunderbar, war eine schöne Anreise heute. Um es gleich vorwegzunehmen, und das wurde schon angetönt, also ich mache sicher keinen akademischen Vortrag jetzt, sondern vielmehr eigentlich ein Appell. Ein Appell zum Thema, das jetzt heute im Raum steht, das vielerorts im Raum steht und auch in der Metaebene sicher sich bezieht auf einen ökologischen Imperativ mit dem, wo wir konfrontiert sind und der uns auch in Zukunft noch viel, viel mehr okkupieren wird. Daher also ganz klar, es ist vielmehr eigentlich ein Appell, wie die Künste, wie wir als kreative Menschen auf diese Situationen reagieren. Und die meisten wissen es von euch, ich bin quasi jede Woche unterwegs, meistens im politischen Kontext, um den wirklichen Entscheidungsträgern mal zu sagen, wo die Kompetenzen und die Wissensformkunst einen Beitrag leisten kann, was immer noch ein Riesenvakuum ist, eine Hermetik, weil es kommt nicht an. Das war auch meine Erfahrung letzten Donnerstag im Casino in Winterthur. Es kommt immer noch nicht an, dass wir, die kreativen Menschen, zu diesen großen, komplexen Fragen einen Beitrag leisten können. Jetzt mache ich im Sinn vom Experimentellen auch das. Ich lasse jetzt da mal zwei solche komische Punkte zirkulieren. Bitte gebt die von einem Platz zum nächsten. Und ich komme dann darauf zurück, was das auf sich hat. Nur zwei, drei Sätze zu dem, was mich als Künstler eigentlich umtreibt und was mein Schaffen anbetrifft, was meine Motivation ist. Als bildender Künstler, auch als praktizierender Musiker, allerdings seit Covid praktisch nicht mehr, aber das ist ein Phänomen, das wir alle kennen, aber vor allem auch als Fragender und als Forscher. Meine Werkprozesse
manifestieren sich sehr verschieden. Ich habe also kein Label in dem Sinn, wie das üblich ist in der Kunst. Das verbindende Muster ist die Gewissheit über die wechselseitige Abhängigkeit der Dinge. Mein Interesse gilt dem Vielschichtigen, ganz generell den Beziehungen zwischen verschiedenen Paradigmas. Daher auch dieser Bezug zum Transdisziplinären ist ja klar, oder? Das Interesse beruht auf der Erkenntnis, dass alle Phänomene miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Alles ist Beziehung, nichts existiert aus sich selbst heraus. Und ich denke, das ist in unserer Diskussion auch zum Anthropozän, da komme ich dann auch darauf zurück, von höchster Relevanz. Eines der großen Probleme der Nachhaltigkeitsdiskussion ist das Fokussieren auf Partikularinteressen, immer auf eine bestimmte Hermetik und nicht auf die Kenntnisse, dass alles irgendwie voneinander abhängig ist. Das ist in meinem Werk von ganz zentraler Bedeutung. Dann kommt das Partizipative. Ich möchte mit meinen Werken, und das war auch schon zu Beginn hier in Neuersdorf 1988, ich möchte mit meinen Werken und meiner Kunst partizipieren und nicht nur reagieren. Mich interessiert der Dialog, die Kooperation im Wissen darüber, dass die gesellschaftliche Realität im 21. Jahrhundert einfach zu komplex geworden ist, als dass wir uns den Luxus einer disziplinären Vereinfachung noch leisten können. Last but not least, während der ganzen Zeit meiner künstlerischen Praxis befasse ich mich mit den ökologischen und gesellschaftlichen Prozessen. Mit Landschaftsästhetik, mit Umweltethik, Klimawandel ganz explizit und seit 1992, seit der berühmten Rio de Janeiro-Konferenz und den damit verbundenen Brundtland-Report mit Aspekten der Nachhaltigkeit und natürlich mit Aspekten der kulturellen Nachhaltigkeit, um das zu betonen, weil in all den meisten Diskussionen, wo ich involviert bin, geht die Diskussion immer noch von diesem sogenannten Drei-Säulen-Modell aus, also Ökologie, Ökonomie und Wirtschaft und soziologische Dimensionen, aber nicht die ästhetischen Dimensionen. Und das ist ein riesiges Problem. Das heißt, meines Erachtens ist es eigentlich eine kulturelle Aufgabe, mit der wo wir konfrontiert sind. Und heute ist mir die UNO-Agenda 2030 ein ganz wichtiger Kompass. Ihr wisst, die sogenannten 17 Sustainable Development Goals. Das ist quasi so der Richtplan für unsere Zukunft in all den verschiedensten Bereichen, die uns zunehmenderweise auf dramatische Art und Weise konfrontieren. Und wir sind herausgefordert, diese gemeinsamen Lösungen dafür zu finden oder mindestens da etwas zu suchen. Ich zeige euch ein einziges Beispiel von einer Arbeit von mir, so als PACE. Das ist von 1983, ursprünglich für das Kunsthaus in Zürich konzipiert, weil das mitten im Thema des Anthropozäns ist, das fossile Zeitalter. Und das hat damals im Kunsthaus in Zürich einen Shitstorm ausgelöst. Und zwar einfach deshalb, weil die Besucher via diese Installation, das ist jetzt hier im Kunsthaus in Thun, aber im Kunsthaus in Zürich, für eine Grafikausstellung von Rembrandt durch dieses Geleise durchgehen mussten. Und das war einfach überhaupt nicht kompatibel mit einem Weltbild oder mit einem Kunstbild damals in dieser Zeit 1983. Gut. Dann als nächster Schritt ein paar Behauptungen. Hier ist ein Foto vom Klöntal, ausgehend von meiner Arbeit an der Klöntal-Triennale. Was jetzt hier aus einer Klasse... Oh, das endet von selbst. Was passiert jetzt da? Hilfe, das sollte nicht sein. Na gut, dann lasse ich es einfach mal laufen.
Gut, also, das war jetzt so nicht vorgesehen, aber hat sich selbst weiter automatisiert. Vielleicht der letzte Satz, die Kunst zur Errettung des anderen. Ich denke, das ist in einem technoiden, extrem reduktionistischen Kontext, in dem auch das Thema Anthropozän diskutiert wird, von allergrößter Relevanz. Weil die Debatte über das Anthropozän wird ja extrem widersprüchlich und vielschichtig diskutiert. Also ich hatte zum Beispiel eine Diskussion mit dem Kreisgeologen von Nordrhein-Westfalen anlässlich meiner Ausstellung in Krefeld, und der hat das vehementestens abgelehnt, dass das Anthropozän irgendetwas mit Geologie zu tun hat, was eigentlich so ursprünglich die Idee war vom Term, wo es herkommt. In der Geologie würde das Anthropozän vielmehr heute das Megalaium heißen. Und das Anthropozän beinhaltet eben eigentlich auch so eine anthropozentrische, wie es im Wort schon sagt, eine anthropozentrische Dimension, die ich heute, wie wir gerade vorher auch von Toni Hildebrand gehört haben, extrem schwierig finde, weil sie immer noch von dieser Idee ausgeht, dass der Mensch eigentlich der Kontrollfaktor ist über die Zusammenhänge der Natur. Und ich glaube überhaupt nicht mehr an das. Das heißt, der Term Anthropozän ist eigentlich sehr, sehr widersprüchlich und findet keinen Konsens innerhalb vom akademischen Diskurs, obwohl natürlich jetzt überall das Wort verwendet wird, auch in der Wirtschaft wird es verwendet und auch in den Künsten. Die Fotos, die ich jetzt euch gezeigt habe, also ich habe da kurz erwähnt, das erste war das Klöntal, für mich ein exemplarisches Bild, der Klöntaler See, eigentlich eine hochindustrielle Zone. Also die Idee von der intakten, heilen Landschaft, die funktioniert so nicht mehr. Der Klöntaler See ist ein Pumpspeicherwerk von der Axpo, wird extrem genutzt, wird gespeichert, wird gepumpt, wird abgelassen und so weiter. Es geht eigentlich hier schlicht um Energiegewinnung. Das zweite war der Rhone-Gletscher, ein wunderbarer Indikator für die Fragen vom Klimawandel. Und natürlich Permafrost und so weiter, ein Thema, das mich ganz lange umtreibt. Der Rhone-Gletscher, man kann praktisch zuschauen, wie er schmilzt. Ich habe jetzt den über Jahre hinweg dokumentiert und es ist wirklich schon erstaunlich, wie man jedes Jahr eine unglaubliche Veränderung vorsieht. Und zwar nicht nur in der Länge zum Beispiel vor allem, sondern auch in im Volumen, in der Dimension. Und als Künstler interessiert mich natürlich diese Art von Wahrnehmung. Das heißt, sowieso irgendwie die Fachkompetenz der Künste wahrnehmen, diese Art von Erkenntnisse umzusetzen dann in Werken. Die dritte Aufnahme war wirklich ganz konkret auf die Geologie bezogen, aus dem Gebiet der Gemmi. Das war eine Fotografie, die mich jetzt gerade sehr aktuell damit beschäftigt, weil nächsten Samstag habe ich eine große Museumseröffnung und dort geht es genau um die Fragen von Alpen und die Wahrnehmung von Alpen im Anthropozän. Also, und das letzte war dann noch eine Aufnahme vom Trogenmoos. Das ist ein fantastisches Hochmoorgebiet in den zentralen Alpen von Bern, nicht erschlossen. Man muss zu Fuß gehen, es gibt keine Luftseilbahn, auch kein Drehrestaurant und überhaupt nichts von all diesen Verhübschungen der Tourismusindustrie. Nein, es gibt keine Infrastruktur, man muss zu Fuß gehen. Ein Refugium von mir, auch für die Gewinnung meiner Farben, weil die einen oder anderen wissen es, ich brauche nur Farben aus Materialien, die ich selber sammle, vor allem auch Heidelbeeren und Quellsubstanzen. Heidelbeeren hat explizit mit meinem 7-jährigen Aufenthalt in Finnland zu tun. In den Wäldern Finnlands sucht man Heidelbeeren, nicht unbedingt nur um Farbe zu machen, sondern natürlich vor allem Marmelade oder Kuchen, aber trotzdem. Und Quellsubstanzen, das ist das, was ich euch jetzt hier zirkulieren lasse. Und ihr seht ja dieses Foto schon, wir sind da, wir sind angekommen im Hier und Jetzt. Das ist relevant in dem Sinn, weil das von Christoph erwähnte Werk The World and the Mind
sich explizit auf die Quellsubstanzen des sogenannten Unterengadiner Fensters hier im Unterengadin bezieht. Und es ist eigentlich eine Sichtbarmachung von nicht sichtbaren Phänomenkomplexen, denn wenn man ja das Wasser trinkt oder irgendwo so, auch in einem Wasser steht zwar drin, drauf, was drin ist, Calcium, Magnesium und so weiter, aber man sieht es nicht. Und es ist erstaunlich, was das für Farben gibt. Die 16 Quellen, mit denen ich jetzt arbeite, hier in Engadin seit 1988, haben jede eine eigene Farbe. Und das, was ich euch zirkulieren lasse, diese komischen zwei Punkte, die glitzern beim Spotlight oder an der Sonne, das ist die Quelle hier im Gelben Haus vis-à-vis, die Carola-Quelle. Nur, wer jetzt dort Wasser rausholt, der sieht natürlich diese Farbe nicht. Und der Grund, warum das zwei verschiedene Farben hat, ist, das eine ist die Winterschüttung und das andere die Sommerschüttung. Und aus dem ist jetzt eben ein riesiger Werkkomplex entstanden. Das sind hunderte von Arbeiten mittlerweile in jeder Größenordnung von Mindmaps bis zu großen Installationen. Also diese Tischinstallation, die auch Christoph erwähnt hat, The World and the Mind, die wurde diversen Orten gezeigt. Und dessen sind es gegen 950 Einzelteile in dieser ganzen Installation, die sich im Verlauf der Jahre angehäuft haben, Farbproben, Materialtests, Destillierungsprozesse und so weiter und so fort. Also, soweit mal zum künstlerischen Schaffen, aber jetzt in die Metaebene, was mich zum Thema Anthropozän eigentlich umtreibt. Ich denke, die UNO-Agenda 2030, und dort ist ja das Anthropozän als omnipräsentes Wort auch immer inkludiert, ist eigentlich ein Weltzukunftsplan. Die Umsetzung verlangt ein neues Denken, das mit Zuversicht die Chancen der nachhaltigen Entwicklungen herausstellt. Die Frage darin ist, und das ist jetzt eine sehr philosophische, vielleicht auch eine ethische, ist, bezieht sich das nur auf uns Menschen oder hat das zum Beispiel auch andere Dimensionen, zum Beispiel gegenüber der Biodiversität, der Pflanzenwelt, der Tierwelt und so weiter? Oder sollten wir vielleicht mal auch das als eine wichtige Gestaltungskompetenz realisieren? Sollten wir das vielleicht auch wieder mal mit mehr Respekt eigentlich behandeln? Denn Nachhaltigkeit und ein ökosozialer Umbau unserer Gesellschaft wird nicht gelingen, solange man auf ästhetische Strategien verzichtet, die eine andere Lebensweise und Welt vorstellbar und attraktiv macht. Und in dem Sinn finde ich eigentlich der Titel vom Kolloquium, aber auch der Ausstellung absolut genau richtig. Er ist nämlich ein Satz der Hoffnung. Weil so oft bin ich konfrontiert in Debatten, von denen das alle sagen, sowieso schon jetzt fünf nach, es ist zu spät, wir haben überhaupt keine Chance mehr, irgendwie, it's time is running out und so weiter und so fort. Und ich denke immer noch, doch, wir mit unserer Kreativität, wir haben das Potenzial, das noch umzukehren und daher, es gibt in dem Sinn sicher kein Ende, nur vielleicht für uns ein schmerzhaftes anderes. Ganz auf den Punkt gebracht, nachhaltige Entwicklung ist eine kulturelle Herausforderung. Es gilt, alte Muster, Gewohnheiten und Gewissheiten zu hinterfragen und sich auch auf Neues einzulassen. Und das gilt explizit auch für den Kunstbetrieb. Wir haben immer so die Tendenz als Künstler zu sagen, ja, die Ökonomie, die Banken, das Gesundheitswesen, die Politik sowieso, oder die sind zögerlich, unfähig, sie erkennen die Zusammenhänge nicht. Aber das ist leider in weiten Teilen des globalisierten Kunstmarktes ganz genau das gleiche Phänomen. Und wehe Künstler äußern sich, wie Sie sicher heute oder gestern gelesen haben, Ai Weiwei hat einen Konflikt mit der CS, und die CS will sein Konto streichen, weil es sich explizit sehr kritisch zum ganzen Bankenwesen der Schweiz geäußert hat. Also da sind wir mitten in einer Diskussion, die, finde ich, extrem interessant ist. Was ganz wichtig erscheint bei mir, ist, in der Politik scheint immer noch nicht erkannt zu werden, was das Potenzial
der Künste zu diesen Fragen ist. Wir werden nicht inkludiert. Call and no response. Da gibt es sehr viele Beispiele, die nie zu einer Resonanz führen. Und das ist äußerst, äußerst bedauerlich. War auch so letzten Donnerstag im Casino in Winterthur mit hochkarätigen politischen Vertretern. Sie sehen das Potenzial der Künste nicht innerhalb dieser ganz großen Fragen. Leider immer noch nicht. Und natürlich ist es so, dass diese Fragen, ob das Anthropozän oder die ganzen Nachhaltigkeitskriterien, die SDGs überhaupt, oder, da gibt es so unendlich viele große Fragen, so viele Unklarheiten. Es gibt nur unschärfe Bereiche, es gibt keine ultimativen Lösungen und Antworten. Aber ich finde, es ist notwendig, dass wir uns mit dem konfrontieren und zum Beispiel in solchen Kolloquien wie hier ganz klar auseinandersetzen mit diesen Fragen. Was heißt das? Schnelle Klammer auf, ich fand das extrem interessant, diese quasi pathogene Ästhetik, die Toni Hildebrand auch eingebracht hat, und ich weiß, es ist auch ein Thema von Peter Schneemann. Das finde ich unglaublich interessant und ich bin in meinem Werk explizit geprägt davon. Ich war 1986 in der Sowjetunion, wo der Unfall von Tschernobyl passiert ist. Und das war wirklich in Bezug auf Wahrnehmung ein entscheidender Faktor. Weil ich war damals in Nordkarelien, also Russisch-Karelien, und keine Person wusste, was geht da ab. Es riecht nicht, man sieht es nicht, aber man wusste, irgendetwas total Desaströses ist passiert. Und diese Art von Wahrnehmung, die hat mich explizit geprägt in meinem Schaffen. Oder? Und es gibt jetzt eine ganze Serie, auch eben bis zu Fukushima und so weiter, wo das thematisiert durch Künstler, wo diese extreme Betroffenheit eigentlich aufzeichnet, künstlerisch umsetzt und sagt, hey, das ist ein Thema, das wird sich nur noch verstärken und sicher nicht reduzieren. Also, das ist ganz wichtig. Aber eben nochmal zu betonen, diese Diskussion kann nicht nur naturwissenschaftlich oder ökonomisch geführt werden, sondern sie muss auch ästhetisch geführt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir von diesen Fragen reden, nochmal das Stichwort Anthropozän, wir reden von den SDGs, wir reden von der nachhaltigen Entwicklung ganz grundsätzlich, fällt mir immer eines auf. Es ist meist nur Facts and Figures. Es sind technoide Konzepte und es sind auch Konzepte, die eigentlich immer denken, nur durch Technik können wir die Probleme lösen. Aber was ganz wichtig ist in dieser Debatte ist, der Nachhaltigkeit fehlt die Seele. Es hat keine Soul. Es ist irgendwie emotional nicht so eingebunden. Und das sind genau die Punkte, weshalb auch die Gesellschaft nicht wirklich Resonanz erzeugt auf ein Thema wie, was heißt denn eigentlich das Anthropozän? Was sind das für Aporien? Was heißt eigentlich Klimawandel? Was heißt der Verlust der Biodiversität und so weiter? Das ist sowas von abstrakt. Also gibt es dort ein Problem, das uns emotional abholt. Und ich plädiere dafür, dass wir mit unserer Kreativität dort einen Beitrag leisten können. Ich bin absolut überzeugt, dass Kunstwerke, das kann aber auch Literatur sein, das kann natürlich Musik sein, ohne Problem. Alles, was mit den Künsten, Film, Theater und so, das hat alles ein Riesenpotenzial, um diesen Brückenschlag zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, das ganz wichtig ist. Nicht polarisieren, sondern Brückenschläge machen. Wirklich Verbindungen herstellen und etwas aufzeigen. Das bedeutet natürlich bei den Künsten, das Konzept des Künstlergenies ganz grundsätzlich zu hinterfragen. Also das Konzept der künstlerischen Autorenschaft von einem Künstler, der da irgendwo in seinem Atelier wunderbare Werke macht und die werden dann irgendwo mal ausgestellt und so, das funktioniert dann vielleicht bei diesen Fragestellungen eben nicht mehr. Sondern viel interessanter wäre dann allenfalls der Dialog, der Austausch, sich einklinken oder wie ich das als Künstler mache, quasi auch als, Undercover Agent, mich irgendwo in Ministerialsitzungen an den Klimakonferenzen der UNO einklinken und dort mal quasi subversiv zuhören und dann entscheidende Gedanken formulieren und die vielleicht auch mal auf das Tablett bringen. Da gibt es erstaunlichste Erfahrungen in diesem Kontext. Wirklich. Und das finde ich vielleicht eigentlich jetzt ein Konzept, das die Künste heute, gerade auch im Anthropozän, irgendwie anbringen könnten.
Mittlerweile gibt es Resonanz diesbezüglich, manchmal sehr witzige, manchmal aber auch sehr hässige. Witzige in dem Sinn, dass Leute sagen, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass Künstler so komplex denken können. Also das überrascht mich doch jetzt also wirklich schon, oder? Dann gibt es aber solche Kommentare, wie mir kürzlich ein Kunsthalle-Direktor gesagt hat, George, wieso arbeitest du immer zusammen mit Wissenschaftlern, mit Philosophen oder mit Architekten? Hast du zu wenig eigenes Potenzial? Und das ist ja genau nicht mehr der Punkt in unserer Zeit, sondern es geht eben genau um diesen Diskurs. Oder? Und der zweite ist im Kontext vom Anthropozän, also Kunst im Anthropozän, ist die Ästhetik der Prävention und auch der Empathie. In dem Sinn auch Kriterien der Achtsamkeit. Und das ist ja der Titel, den ich dir jetzt dieser kurzen Präsentation gegeben habe. Kunst als Prävention. Und wo besser könnte das irgendwo zum Thema gemacht werden, als hier in Neuers, ein ehemaliges Kurbad. Umgeben von den stärksten Mineralquellen Europas, Lucius hinten in der Buvetta. Ich denke, das Potenzial von uns in den Künsten, egal ob das jetzt in der Kunstwissenschaft ist oder in der Praxis, wir haben das Potenzial für präventive oder vielleicht sogar auch für therapeutische Arbeiten. Und das ist vielleicht meines Erachtens das Allerwichtigste, was wir heute zu dem beitragen können. Also nochmals, Prävention, Empathie und Achtsamkeit. Vielleicht noch eine kleine Präzisierung zur Prävention. Ihr seht es überall, in der Tagespresse, jeden Tag. Es werden Milliarden investiert zur Reparatur, was wir im sogenannten Anthropozän in den letzten zwei Generationen verursacht haben. Hier noch eine Staumauer, hier noch ein Brückenbau, da die wunderbare Situation hier links, war damals, wo ich hier begonnen habe, überhaupt noch nicht der Fall. Oder? Ein super überdimensionaler, architektonischer, brutaler Eingriff. Solche Sachen kann man eigentlich nur noch reparieren. Und das wird ja gemacht. Flusskorrekturen, Bödenkontaminierungen werden gemacht. Gerade in Bern, wo ich wohne, in Marzilli, werden jetzt in den nächsten 5 Jahren ein ganzes Quartier dekontaminiert, weil die bis auf 11 Meter Bodentiefe total kontaminiert ist mit Dioxin. Und dort soll ein neues Wohnquartier entstehen. Das heißt, anstelle von Milliarden zu investieren für das, würden Sie vielleicht lieber auf die kreativen Künste hören und sagen, hey, schaut mal, wir machen euch ganz sensible, feine, homöopathische Vorschläge, die vielleicht viel eine größere Resonanz zeigen könnten als ja. Gut. So in etwa ein Gerüst, wo ich mich Tag und Nacht quasi drin befinde, mit tiefster, großer Betroffenheit. Ich muss das ganz offen so auch sagen. Ich fühle mich als Betroffener extrem verletzt. Und ich habe eigentlich für mich entschieden, dass ich diese Verletzlichkeit zum Thema auch meiner Künste mache. Und nicht mehr irgendwie immer so tue, wie wenn nichts wäre, wenn man im Kunstkontext irgendeiner Vernissage oder irgendeiner Kunstmesse oder irgendwie so ist. Sondern diese Verletzlichkeit von uns allen immer mehr zu zeigen und auch zu sagen, hey, also, dann braucht es vielleicht mehr diesen Kuratoren-Effekt von Empathie oder von Achtsamkeit und nicht nur von linearem Denken. Also so komme ich jetzt zum letzten Teil meiner kurzen Ausführungen. Die Natur, was so unglaublich präsent ist hier im Engadin, was mich immer wieder anzieht, was mich nicht loslässt. Auch jetzt gerade, wo ich im Verein Natur in Salle 1 aus dem Tunnel komme, dann ist das Engadin wieder da. Es ist einfach eine wahnsinnige Stärke da. Hier der Genius Loci von Neuers sowieso. Also die Natur, lange als eine unerschöpfliche Quelle von Ressourcen angesehen, erweist sich heute leider als überstrapaziertes und erschöpftes Gebilde, das sich aufgrund von unseren eben anthropozänen menschlichen Eingriffen aufzulösen beginnt. Darum, ja, wir leben im Anthropozän, wie immer das dazu definieren ist oder wie es definiert wird. Aber nachdem der Mensch den Boden, die Meere und die Luft ausgebeutet hat, schielt er nun in den Weltraum und ebenso in die Tiefe. Während früher Erdölreserven Begehrlichkeiten weckten, sind es heute das Grundwasser, die Geothermie,
Edelmetalle und damit verbunden ganz neue Fragen. Wem gehört der Untergrund? Wem das Grundwasser? Wem gehört eine Heilquelle? Wem die Luft? Und wem die Biodiversität? Und wer ist zuständig für sogenannte Stranded Assets? Assets der Wirtschaft, zum Beispiel der Atomkraftwerke. Fukushima ist ein fantastisches Beispiel. Das ist ein Generationenentsorgungsproblem. Rückbau von Atomkraftwerken aus der DDR-Zeit, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, ein Riesenthema. Die arbeiten seit Jahrzehnten an dem, sind nirgends. Wer übernimmt für die Verantwortung für diese Stranded Assets? Das sind Fragen, die wir uns als Wahrnehmende stellen können. Ob in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft oder im Kulturbetrieb. Die Komplexität unserer Zeit konfrontiert uns mit einem neuen Bild der Welt. Die heutigen Herausforderungen zeigen, wie sehr ökonomische, gesellschaftliche, ökologische, kulturelle Prozesse voneinander abhängig sind. Alle sind Ausdruck, das ist meine persönliche, subjektive Haltung, Ausdruck ein und derselben Krise, die in erster Linie eine Krise der Wahrnehmung ist. Wahrnehmung im weitesten Sinne, ich habe es schon erwähnt, ist die Kernkompetenz künstlerischer Arbeit. In ihr manifestiert sich das Suchen nach Transformation. Die Forderung nach transformativen Lösungsansätzen jedoch meint nichts weniger als das Programm einer tiefgreifenden Revision unserer gesellschaftlichen Werte. Dies wiederum verlangt auch ein Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Wer anders als wir könnte Nachhaltigkeit verwirklichen? Und ich mache schnell eine Klammer auf, Sie erlauben mir das. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das St. James Memorandum kennt, das 56 Nobelpreisträger in Cambridge unterschrieben haben vor etwa 12 Jahren. Kein Mensch kann das. Der Titel von diesem Memorandum ist The Fierce Urgency Now. Und diese 56 Nobelpreisträger aus allen Bereichen, Friedensnobelpreis vom Dalai Lama bis zum Chemie-Nobelpreis, die haben in einem Manifest gesagt, jetzt ist der absolut dringendste Handelsbedarf angesagt. Check this out. St. James Memorandum, unterschrieben von 56 Nobelpreisträgern, das sind alles andere als Hysteriker oder irgendwelche Esoteriker oder so. Nein, das sind Facts und das zeigt eine riesige Betroffenheit, aber auch einen riesigen Handlungsbedarf. Und wenn immer ich dieses Thema aufgreife in politischen Debatten, kein einziger Vertreter aus der Politik hat jemand von diesem Memorandum etwas gehört. Also, darum, wir sollten eigentlich diese Krise im Anthropozän als Chance zur Transformation nutzen. Das zeigt uns ja auch die Covid-Pandemie jetzt. Es wäre ein Kardinalfehler, Schlussfolgerungen irgendwie aus was für immer Motivationen jetzt immer weiter noch nach hinten zu verzögern, sei das Klima- oder Umweltziele ganz generell. Und ich denke wirklich, dass das auf drei Kriterien möglich ist für uns, dass wir da einen Beitrag leisten können. Erstmal das Prinzip des Dialogs. Könnte man jetzt lang darüber philosophieren, aber ich bin überzeugt, dass diese globalisierte Welt auch gerade in der Debatte von Anthropozän keine Abschottung mehr von verschiedensten Disziplinen verträgt. Es geht einfach nicht mehr. Wir müssen uns austauschen. Und darum sollten auch die Künstler in diesen Debatten quasi inkludiert werden als Botschafter, als Verwaltungsräte, als Querdenker zumindest. Wieso nicht Künstler fragen oder überhaupt Kulturschaffende, wenn es um Entscheidungen geht? Und ich gebe euch ein weiteres Beispiel. Im Strategiepapier des Bundesrates zur Agenda 2030, quasi der Weltzukunftsplan, genauso im Strategie vom Regierungsrat vom Kanton Bern, das heißt Vision 2030, also Vision 2030. In all diesen Publikationen existiert das Wort Kultur kein einziges Mal. Das heißt, die strategischen Entscheidungen des Bundesrates geht immer nur von wirtschaftlichen Lösungen aus, aber nie von kulturellen Dimensionen, und das würde ja sogar auch die Bildung beinhalten.
Es kann ja wohl nicht sein, dass Bildung kein Thema ist in einem offiziellen Papier, das der Bundesrat veröffentlicht. Also, dort gibt es riesigen Handlungsbedarf. Das heißt letztlich eigentlich, wir tun nicht, was wir wissen. Weil wir alle als sensible Menschen wissen ganz genau, wir sind aufgefordert zum Handeln. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt, der ganz wichtig ist. Die symbiotischen Systeme. Flechten leben uns das vor. Flechten sind der absolut perfekte soziale Verbund. Es ist eine Flechte, ist eine Alge und ein Pilz. Und die haben eine so perfekte Symbiose als Überlebensstrategie. Wieso könnten wir uns diese Art, wir haben heute auch schon gehört von Pilzen, Rhizom ist ein Thema, das mich jetzt sehr intensiv beschäftigt, seit 2 Jahren für die kommende Ausstellung nächsten Samstag, das Thema Rhizom. Also diese Pilzgeflechte, diese Netzwerkstrukturen, diese unglaublichen Sachen, auch Heidelbeeren sind so, das sind ja Stauden, die wachsen über 200 Meter hinweg, alles im Boden. Aber ja, also diese Art von symbiotischem Gedanken, das, glaube ich, wäre heute ein Wesensmerkmal, das uns weiterbringen könnte, weil das auch letztlich beinhaltet, es geht um Solidarität. Der eine liefert das Wasser, der andere den Zucker, das eine das Licht, der andere was immer. Oder? Und das ist doch eine fantastische Konzeption der Natur, sich gegenseitig das zum Guten für sich anzuwenden. Flechten gibt es aus der Sahara bis in die Arktis. Überall. Gut. Und dann vielleicht noch als letztes Statement. Mir scheint wirklich wichtig, ganz wichtig, dass wir daran glauben, dass es keine Zeit mehr gibt für Pessimismus. Dass wir wirklich mit positiver Gestaltungskraft am Arbeiten sind. Einen kleinen vielleicht nur, aber doch immerhin einen Beitrag versuchen zu leisten. Jeder in seinem Bereich, egal in welchem Thema. Und das ist letztlich natürlich eine ethische Diskussion, ein großes Thema, aber es geht vor allem letztlich um das Bewusstsein, unser gemeinsames Haus, und das ist ein Zitat von Franz von Assisi, unser gemeinsames Haus, unsere Mutter Erde zu schützen, zu ehren und der zynischen Vernunft unserer Zeit Kreativität entgegenzusetzen. Denn Verantwortung kann nicht mehr delegiert werden. Let's walk the talk. So, damit wäre ja jetzt einmal mehr sichergestellt, warum es die weißen alten Männer braucht. Ich bin begeistert, weil wir hatten gestern die Frage, was ist eigentlich die Aufgabe der Kunst und der Kultur? Und natürlich bist du ein alter Straßenkämpfer. Unter dem Asphalt liegt der Strand, war einer der Sprüche, glaube ich, nach deiner Generation oder der Nachfolger. Und genauso ist es mit dem Anthropozän. Also ihr habt gehört, es gibt viel, viel zu tun. Kein Grund für pessimistische Gedanken. Ich würde sagen, George, wir setzen es nachher fort, ja, gut, im Gespräch mit allen. Und drüben wartet jetzt das Mittagessen. Der Tisch ist gedeckt, ihr seid eingeladen alle. Und in einer Dreiviertelstunde geht es weiter. Ja? Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir. Merci vielmals. Du machst danke.